Ich sag schon mal, hey Leute und herzlich willkommen hier zum Livestream von City One Nation. Mit dabei ist der liebe Tobi und der liebe Mystery. Hallo. Und ja, wir haben gedacht, wir werden mal hier ein bisschen, ich weiß gar nicht, was wollt ihr denn machen? Eine gute Frage, also entweder baue ich ein bisschen, weil ich will jetzt einfach ein bisschen in der Stadt weiterbauen. Sollen wir schon mal auf den Server gehen? Ich bin gerade drauf, ja. Achso, gut, dann join ich. Ich bin auch schon drauf. Ja, hat jemand einen zweiten Bildschirm? Ich hab vergessen, in die Aufnahmenkonfi zu schreiben. Ich leider nicht. Moment. Ich muss mal kurz mein Texture-Pack wieder wechseln. Man, ja, lass mal hier in Jacuzzi bauen. Welche Folgen sind das bei euch? Oh, das ist eine Frage. Ich glaube, bei mir ist es 54 und 55 oder so. Ich guck mal im Verlauf. Ich glaube, bei mir war es jetzt 37 und 38. Ja, 37 und 38, ja. 37, 38 und ich bin ehrlich, ich weiß es nicht, kommt später. Ich werde in dieser Folge in die Hölle gehen. In die Hölle? Was machst du, Level 1 oder? Weiß nicht, ich will auf jeden Fall ein paar Materialien haben, weil ich glaube, ein Leben finden wir nicht so schnell in unserer Welt. Hier steht übrigens ein Hähnchen auf der Kiste, das extrem cool ist, Hähnchen. Oh. Ja, also komm ich hier. Bin dafür, also ich würde sonst auch gerne mitkommen. Ach, die Questbelohnung, weil ich vielleicht auch mal ein bisschen was brauche. Sind die schon mal, Niki? Kommst du auf die Questbelohnung? Komm her. Ja. Ich finde, ich habe ja eine sehr coole Questbelohnung bekommen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht das Video angeguckt. Was? Okay. Ja, ich weiß. Also was gehört mir? Kann ich mir was aussuchen? Meinst du mal, Dir gehört Flamme 1, so viel ich weiß. Mir gehört die 6 Flamme. Nee, habe ich nicht Loot? Und du hast Plünderung 3, ja. Raus. Was war da sonst mit bei Plünderung? Glück 3? Ah, Plünderung 3. Oh, wie unfair. Plünderung ist auf Schwert am effektivsten, oder? Genau, ja. Ja. Okay, dann werde ich das aufheben, bis ich mir ein neues Diamantschwert mache. So, das Glück 3 Spruch gehört uns alle übrigens. Und das werde ich dann mal auf meine Diaspitzhacke mal drauf packen und dann können wir die alle benutzen, für Diamanten abzubauen oder so. Genau. Oh, ich kann mir jetzt schon ein neues Diaschwert machen, das werde ich gleich mal tun. Hast du eigentlich zufälligerweise noch 2 Diamanten übrig, Chris, danach? Danach nur ach noch ja, einen, Diamanten leider. Wollte ich eigentlich auch noch suchen gehen. Ja, ich brauche genau 2 Diamanten für meine komplette Dia-Rüstung. Ach ja, komm, hier. Ach Quatsch, nein, Chris, mach dir dann... Oder warte, ich kann dir noch ein Diaschwert geben, wenn du möchtest. Ein heiles? Ja, ein heiles, komplett ganz. Oder, warte, hast du noch ein kaputtes? Dann kann ich meine zusammen craften. Ich habe nur ein komplett neues, wie neu gecraftet. Okay, dann nehme ich das. Wo bist du? Bist du auf deinem Haus? Also ich habe jetzt Axt, Steinhacke hier. Und Diamantschwert. Ah ja, warte. Bitteschön. So. Dankeschön. Dankeschön. So macht das Handeln Spaß. Hier entsteht ihre neue Schmiede. Baby Zombie Villager Attack. Yeah. Aus irgendwann kommt kein Minecraft-Sound, das ist cool. Niki, warte mal, bleib mal stehen. Hinter dir. Ich habe eine Errungenschaft erzielt. Was denn? Ich habe einen Diamant. Oh. Ich hatte bis jetzt noch keinen. Ich habe immer fertige Sachen gehabt. Ach so, okay. Ja, ich weiß, das ist schlimm. Traurig. Und nach wie vielen Folgen? Ne? So, ich habe meine komplette Diamant. Ja, schon ein bisschen. Und das bringt eigentlich Glück des Meeres. Glück des Meeres, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so für Fische, oder nicht? Also auf einer Angel ist das okay. Ah ja, stimmt, für die Angel ist das, ja genau. Okay, stimmt. Hab ich eine Angel? Ich glaube, ich habe eine Angel. Nee, ich habe keine Angel. Aber ich habe Glück des Meeres 3, also ein Buch. Also solange ihr euch noch ungewiss seid, weil ich würde sonst mitkommen in die Hölle, ich laufe dann erstmal hier runter und buddel mich mal ein bisschen. Also ich gehe auf jeden Fall in die Hölle, aber ich gehe erstmal ins Bett. Okay. Gute Nacht. Okay. Bedeutet, dass wir müssen jetzt mitschlafen. Ja. Ich bin aber noch gar nicht müde. Ich bin noch gar nicht müde, Mutti. Ja. Wir haben doch jetzt gerade kurz nach 9. Warum gehst du denn jetzt schon schlafen? Weil ich gerne unregelmäßig schlafen gehe. Ich habe das voll oft, dass ich mich zwischendurch einfach mitten am Tag mal eine Stunde hinlege. Einfach so. Ja, das kenne ich. Ich bin übel zu schlafen mit so. Ja. Und ich sag erstmal einen wunderschönen guten Tag, Platin Angel. Platin Angel. Willkommen im Livestream. Ja, wunderschön, ne? Für meine Zuschauer, die Niki macht natürlich wieder ihren Livestream, wie jeden Samstag. Genau.
Das dürfte bekannt sein. Müsst ihr euch rot im Kalender die ganzen Monate eintragen? Genau, das ganze Jahr. Samstagabend. Samstagabend, Livestream mit Niggi. Live. Auf. Das ist gerade voll episch angehört. Ich hab gerade. Ey, komm, wir machen mal ein Video und du gibst mir deine Stimme dafür. Oh Gott, nee. Hallo und willkommen zum Livestream. Diese Stimme kann ich aber auch nur machen, wenn mein Hals verschleimt ist. Lecker. Alter, dann sei mal noch krank, bis wir es erledigt haben. Bin ich teilweise ja. Sogar noch. So, jetzt ist hier klar, was ist das mit dem Ike Farm? Ich ärgere mich so sehr, dass ich mir keine Tropensitzlinien gewünscht habe, ne? Ich habe mir welche gewünscht, aber sie sind leider nicht drangekommen. Ah, schade. Trank der Vergiftung habe ich noch. Ey, warum sind meine Rindfleisch noch rot? Mhm. Noch rot? Hast du nicht angemalt? Ja, es fängt schon wieder sehr gut an. Ich habe übrigens diese Lila... Allein, ich habe aber eigentlich einen Ofen drin, ne? Ach, weil ich Glas da noch drin stecken hatte. Oh, ich bin auch so ein schlaues Mensch. Markus, ich habe übrigens diese lilanen Blumen gefunden, über die wir sprachen. Ja. Aus der wir ja diese Abdeckung für die Mauer machen könnten. Mhm. Gibt auch noch ein Brot, ne? Genau, und die werde ich jetzt dann mal platzieren. Hä, hat jemand meine Kuh getötet? Nein. Nein, wunderlich nicht. Die haben wir nur vermehrt. Wir haben die eine Quest machen müssen, dass dieser eine Farmer, die haben doch dieses Haus da außerhalb der Stadt gebaut, ne? Ah ja, genau. Ja. Farmer. Ja, und ja, die Quest war, dass wir von jedem Tier zwei Tiere brauchen. Und ach, ein Creeper bei dir, ein Creeper. Ah. Hä? Ach, du hast mit mir geredet? Ja. Das ist so geil, ey. Komm mal mit, Niki, komm mal mit. Ja, das geht doch wieder zu, oder? Ja, geht zu. Komm mal mit. Ich zeig dir, wo deine Kuh ist. Ja? Also, du kannst... Zeig mir meine Kuh. Das war voll kompliziert gewesen, die überhaupt zu bekommen. Ja, das sind echt Kühe, deswegen brauchten wir die. Vor allem, es gibt einen wirklich so wie den Kühe. Deswegen haben wir deine Kuh genommen, ich habe eine gefunden, dann haben wir die vermehrt. Genau. Lol, warum kann ich... Ihr seid Schweine. Warum kann ich... Nein, das sind Kühe. Kann ich auch Fleisch? Nein, das ist nicht gut. Das war noch von vielen vom Ausdrucksvideo. So. Okay, gut, da ist eine Kuh und schon eine neue dazugekommen. Eine Kuh und eine neue dazu. Na okay, lassen wir das mal. Ja, Kühe und Tiere und so dürfen wir sowieso nicht getötet. Nein, Kühe dürfen nicht. Du kannst jedes Tier töten, kein Problem. Schlacht das ab, wie du möchtest. Aber Kühe. Ja, nein. Nein, ich meine eher so andere Nationsmäßig. Ach so. Ja, okay. In Lava weiß ich, in Feuer weiß ich. Aber Feuer ja auch. Ich habe gerade Mysteries Quest Buch ins Feuer geworfen, deswegen. Achso, danke schön. So viel ist es dir wert mittlerweile. Ja, Weißt du, ich schreibe extra ein Buch für den Chris, was noch er verbringt. Ja, extra für mich. Ja. Toll. Oh, der backt nicht. Kommt mal her, da backt eine Spinne im Boden. Kommt mal her zu meinem Haus. Also ich bin jetzt gerade außerhalb der Stadt, weil ich muss Farm gehen. Guck mal hier, Nigi. Und hey ho, Marie, Julie. Mir geht's gut, uns geht's gut, hoffe ich doch mal. Außer hier der eine ist wieder krank, immer noch krank. Naja, geht's. Siehst du das? Spinne, die da am Boden backt. Auf jeden Fall hört sich das ziemlich komisch an. Aber ja, ich sehe es auch. Doch, jetzt habe ich sie rausgeschlagen. Was machst du dann eigentlich an deiner Farm weiter, Chris? An deiner Hühnerfarm? Oder? Ja, später. Ich glaube, meine Zuschauer haben erstmal genug Hühnerfarm-Action gesehen. Ja, und dann hat es nicht mal gescheit geklappt, so schade. Genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Hölle. Wer kommt mit? Bin ich auch für. Ja. Wer kommt mit? Achso, nach rechts. Ich wollte gerade auslaufen zur Insel. Ja, wir müssen ja auch geradeaus. Da geradeaus geht's nicht. Na rechts. Von Tilos also aus müssen wir nach links. Genau. Wir brauchen unbedingt mehr Stadttore. Anstatt da nur irgendwie eins oder so zu haben. Ja. Ich hoffe, ich laufe richtig. Wenn nicht, dann habe ich mich wieder verlaufen. Seid ihr von Tilos Baum du mir hinterher? Gelaufen oder wo seid ihr lang? Na, aus dem Stadttor raus. Dann an der Mauer vorbei und dann genau in die andere Richtung. Gegenüber von dem Tor. Ja, aber nicht ganz gegenüber, sondern wir müssen leicht nach links gehen. Ja. Also ich sehe schon mal das Wasser. Okay. Also ich glaube, ich hab's. Aber ich habe den Tobi verloren. Ach genau. Ja, nee, du gehst richtig. Ich bin wieder nur gerade ausgegangen, deswegen, das war mein Fehler. Ich bin ja da, ich habe ja einen sehr guten Orientierungssinn, wie meine Zuschauer wissen. Ja, ich bin eigentlich genauso. Das ist mein Problem so an der ganzen Geschichte. Du hast mir ja letztes Mal den Arsch gerettet, als ich mich verlaufen habe. Indem du mir die Koordinaten gesagt hast. Die Koordinaten, ja. Echt? Ja. Ja, ich habe halt nicht mehr nach Hause gefunden, immer Slashback und dann bin ich halt irgendwann nicht mehr zur Friedensinsel gekommen. Mhm. Und dann musste mir Niki die Koordinaten sagen, ich war halt
100 Jahre weit weg von der Friedensinsel von allen. Das war voll übel, du warst sowas von entgegengesetzt von dem, was ich dir gesagt hatte. Hm. Wo bist denn du? Ich bin jetzt auf der Friedensinsel. Ich sehe dich. Ach, da bist du. Ja, ich warte jetzt schon. Auf die Fine for the Win. Ich denke mal ein schönes Thumbnail. Ich kann so gucken, Foto voll cool. Fotobomber. Mystery, kommst du auch in die Hölle, oder? Und eigentlich nicht, weil da war ich jetzt die letzten zwei Folgen gewesen. Ach so. Ich würde eigentlich mal ein bisschen an meinem Haus weiterbauen, weil das dann noch so ist. Hast du Essen mit, Negi? Ja. Okay. Ich hab jetzt voll die Action. Errungenschaft erzielt. Du bist zum ersten Mal in der Hölle. Du musst nur warten, bis du da bist. Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab nur eine Spitzhacke mit. Oh. Ich hab zwei, aber ne, Stein. Achso. Okay, ich muss nochmal zurück. Wo waren wir lang? Warte, ich muss nochmal, okay. Ich brauche eine Spitzhacke, weil meine Dierspitzhacke ist fast kaputt. Der Balken ist schon komplett runter. Ich hoffe, jetzt keine Aussage. Oh, ich habe ein Goldschwert und Goldnugget. Oh, sehr. Wie cool ist das denn? Ich hoffe jetzt mal nur, dass keiner aus seiner Stadt gerade zuschaut und denkt sich so, oh, der Mystery, der ist gerade alleine, die anderen sind in der Hölle und er ist jetzt alleine in seiner Stadt. Kann man ja mal hingehen, wenn, ne? Dann kommst du machen, schnell, ne? In die Hölle und dann ist... Ach, hier ist auch gleich eine Netherfestung. Ja. Ich habe ja einen Notfallplan. Ist ja cool. Alles, was passiert. Ich kann dir auch gerne meinen Trank der Vergiftung noch geben. Werf ihn einfach auf sie, dann da freut sie sich. Ihr seid nicht hier runtergekommen. Aha, okay. Na du? Das ist stirb doch mal bitte. Mann. Oh, der Server-Bug gerade. Echt? Wow! Du Misty! Oh, sorry. Das war gerade laut. Du Misty! Voll ausgelassen. Tut mir leid, das wollte ich gerade nicht. Wen meintest du jetzt? Oh, das ist eine Truhe, aber die wurde bestimmt schon gelootet. Ja, also du kriegst am Anfang eigentlich alles schon so ziemlich gelootet. Ja. Also ich will in der Hölle unbedingt Soul Sand farmen und Netherwatzen. Weil das ja der gute... Alter, hast du mich gerade erschrocken. Ich hab gedacht, du wärst schon in der Hölle gewesen. Nein, ich hab doch gesagt, ich muss noch zurück wegen... weil ich kein... Dings gelöst weißt habe. Weißt du, ich komme gerade so in die Stadt zurück und dann sehe ich einfach diesen Namen da. Man hätte es ja gesehen, wenn sich jemand auf dem Server eingeloggt, ne? Aber... Das ist mich gerade richtig erschrocken. Ich hoffe eigentlich nur, dass ich hier wieder überhaupt lebend rauskomme. Oh nein, wo ist ein Gast? Ein Gast? Ein Gast ist in der Hölle. Ein Gast in der Hölle. Oh. Ein Prominenten. Ein Tortspiel. Na, wer weiß es. Auf jeden Fall, ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Das macht mir irgendwie leicht bis mittelmäßig Angst. Also wenn du mir Gast drin mitnehmen willst. Auf jeden Fall, nun. Ich werde mir, glaube ich, auch nochmal ein paar Pfeile machen für die Gasts. Gasts? Ja. Ich glaube, ihr sagt mal was. Ja, hallo, was? Okay, ich hab gehört, mein Headset hat manchmal so Probleme, dass ich da nicht so höre. Okay. Hat sich ganz auch angehört wieder. Okay. Ich hab sowas von Angst zu sterben gerade. Brauchst du nicht, ist nur die Hölle. Ja, ach so, na dann. In der Hölle passiert eigentlich sowas. Ich finde übrigens dein Eingang ziemlich schön, Iggy, muss ich mal erwähnen. Da bist du, komisches Mistvieh, und dankeschön. Was? Ey, das ist gerade wunderbar gepasst. War jetzt an mich gerichtet? Ja, hab ich auch gerade so gedacht. So, es gibt so viele Sachen, die ich eigentlich bauen möchte. Und ich muss mal Not verlinken. Würde es eigentlich komisch aussehen, wenn ich... Dieses Mistvieh erstmal die ganze Zeit auf mich schießt. Was muss ich aussehen, wenn ich in meinem Haus ein Kamin hätte? Nein, dein Haus würde bestimmt sehr lange überleben. So. Mit einem ein bisschen Glück und so brennt das hier bestimmt nicht. Mein Haus ist ja aus Holz. Da war ja was. Aber besser kommt diese Erleuchtung jetzt als später. Ja. Wenn ich so fertig gebaut habe, oh, ein schöner Kamin. Oh, mein Haus ist aus Holz. Achso, hattet ihr zufälligerweise eigentlich von Stormy, Kurga und mir, von irgendeinem von uns, eigentlich das eine Let's Play gesehen? Oh Gott. Das PvP? Nee, das Quake oder mit was? Quake, ja. Nope, leider nicht. Hab's gesehen, warum? Ich wollte nur fragen, ob ihr den Spielmodus kennt oder ob ihr irgendwann mal Zeit habt, das nur eine Runde zu zocken oder so. Klar. Ich hasse euch. Oh, ich hab Angst. Wir dich auch. Ja, wir lieben dich auch nie. Alles gut. Hab ich auch lieb. So viele Leute wollen was Böses gerade von mir. So viele, warum? Du meinst so viele Dinge. Dings.
Bums. Meinst du jetzt die Zuschauer oder? Voll geisteschlimm. Nein, ich meine hier die Monster, die Pick Zombies. Nein, sie meint die Zuschauer. Ja, die Zuschauer. So böse. Böse Zuschauer. Und hallo, Sari, Bari. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Oh Gott, die Hölle ist voll gar nichts für mich. Weißt du, so auf dem Server, so als Ownerin, weißt du, fliegt man da durch die Gegend, hat man voll keine Angst. Und jetzt, da wo man weiß, dass man sterben kann, ja, ist doch ein bisschen schlimm, ne? Chris, was machen wir da? Ich glaube, ich raus. Was? Wie geht die Hölle jetzt? Du machst mir Angst an mir so. Ja, du machst mir Angst. Oh, ich mach dir also Angst, ja. Ich geh ja schon. Oh Mann, ich komm hier nicht raus aus meinem Haus. Ich hoffe, dass mein Stream ist nicht arg so schlimm, dass er gerade ein bisschen leckt, so wie ich das mitbekomme. Ihr könnt euch aber den später natürlich auch auf meinen Kanal angucken. Ich lade den ja später nochmal hoch, wenn es doch irgendwie zu schlimm sein sollte, was ich natürlich nicht hoffe. Markus, ich sehe deinen Namen. Jetzt nicht mehr. Siehst du gar nicht, ich sneake. Ja, jetzt nicht mehr. Warum haut ihr eigentlich ein Goldschwert auf die Pick-Zombies? Cool, so. Markus ist mega leise, okay, stell ihn gleich mal ein bisschen lauter. Ich bin immer leise bei anderen, ich verstehe es gar nicht. Bei dir bin ich im Programm fast übersteuert, habe ich das Gefühl, bei Audacity. Richtig komisch. Nö, nee, bei mir bist du auch mal. Ich glaube, es geht leise. Jetzt vielleicht. Ja, tatsächlich, aber jetzt rauscht schon wieder ein bisschen. Wow. Super. Also irgendwas gibt's immer, ne? Ja, ich meine, der andere auch. Ne? Der andere auch. Hey, Markus Rausch und der andere. Der andere. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Oh. Vor allem keiner spricht meinen Kanalnamen richtig aus, ne? Akatsuki. Nö, ich nenne dich Tobi und gut ist. Ja, hab ich das falsch ausgesprochen? Chris wäre mir eigentlich Akatsuki. Nee, kann ich gar nicht. Ist Akatsuki Tobi falsch ausgesprochen? Nein, das ist richtig. Aber Silox sagt immer Azuki. Oh, zwei Hexen! Wie kamst du eigentlich auf die Idee, dich so zu nennen? Kennst du Naruto? Den Anime? Ja. Kennst du die Organisation Akatsuki? Nein. Dann hast du nicht weit genug geschaut. Also ich kenn's auf jeden Fall und ich schau's mal so ab und an, wenn nichts anderes läuft. So, aber so ist auf jeden Fall nur so, wenn ich jetzt nur nicht davon leider. Runtergebrochen aufs Minimum ist halt Tobi der scheinbare Anführer für eine ganze Weile lang von Akatsuki und ich finde den ziemlich cool. Und deswegen habe ich mich so gewundert. Ende der Geschichte. Okay. Oh nein, ich höre schon wieder dieses blöde Vieh. Ja, genau. Das war eine Fehlzeit. Sag mal, können wir eigentlich nicht verlieren? Boah, ich habe gerade so richtig keine Plan, wie ich mein Haus bauen wollte. Das mit den Gesichtern drauf ist doch so. Das soll sein, ja. Ja. Gesichtern drauf. Der kommt ja drauf an, was du aber auf den Texture Pack. Ja, bei mir ist es mit den Gesichtern. Was bedeutet, wenn ich schwarze Herzen habe? Dann hast du den Witter-Effekt, dann ist ein Witter bei dir. Also ein Witter-Skelett. Was passiert da mit mir? Okay, nichts. Aber nichts Schlimmes, also doch, ich lebe wenn noch. Wenn du geschlagen bist, verlierst du mehr Herzen. Irgendwas war auf jeden Fall. Also irgendein negatives Ding, dass man schneller stirbt war auf jeden Fall. Das ist so, wenn ihr jetzt weiter in der Hölle seid, müsst ihr theoretisch schlafen können. Und wenn nicht? Wenn du nicht schlafen kannst, weil du Albträume hast. Ich habe Angst. Ja. So. Nigi, wie heißt du eigentlich in echt? Ja, ich heiße in echt Nicole, tatsächlich. Echt? Muss ich auch machen. Ja, heiße ich wirklich. Ah, ich habe so Angst. Und wie bist du dann auf den Namen Nigi-Traum gekommen? Naja, Nigi, Y. Wow, okay. Halt wegen Nicole, klar. Und alle anderen, weil ich ziemlich viele tatsächlich Nicoles kenne, die heißen halt Nikki. Mit CK oder nur mit K oder was weiß ich und ich wollte halt anders sein. Anders als die anderen. Thomas anders. Keine Ahnung. Nicht so Mainstream. Nein, so jetzt nicht. Und keine Ahnung. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Film Tron kennt. Ja. Nee. Den neuen oder den alten? Finde ich persönlich total cool. Und nee, doch den alten. Und hallo? Ja, hallo. Und ja, schönen guten Tag. Und weiß ich nicht, so bin ich irgendwie darauf gekommen, so, weil es war ja auch gar nicht so vorgesehen, dass ich einen YouTube-Channel mache. Eigentlich damals so. Das war ein Accountname gewesen, der mir irgendwie so gefehlt hatte und dann hat man überlegt und dann ist man halt so einfach drauf gekommen. Und wie bist du dann darauf gekommen, dann YouTube zu machen? Das war dadurch, weil wir vor 2 Jahren angefangen hatten,
Also wir haben damals Medin 2 gespielt, ich weiß nicht, ob euch das vielleicht was sagt. Mhm. Und dann wurde das einfach zu überhyped, dass man sich zu viele Sachen kaufen konnte und wenn man gesagt hatte, okay, man will aber ohne Geld das halt spielen, bist du fast gar nicht mehr vorangekommen. Und dann ging es los, ja okay, suchen wir mal nach irgendeinem anderen Spiel, weiß nicht, was halt wirklich irgendwie cool ist und was weiß ich. Und so sind wir dann halt damals auf Minecraft gekommen. Und dann hatten wir gesagt gehabt, weil uns das angekotzt hatte mit den Servern, dass wir halt das ein bisschen anders machen wollen, würden gerne. Im Gegensatz zu den ganzen anderen hatten wir ja dann auch gemacht. Oh Gott, ich brenne. Und dann war das so gewesen, dass wir gesagt haben, ja okay, wie können wir am besten, weil wir alleine waren, wirklich irgendwie Promotion oder so für den Server machen. Minecraft-Serverlist und so, ja klar, natürlich. Und dann haben wir uns gedacht, okay, es gibt ja YouTube. Vielleicht könnte man ja mal. Und wie gesagt, meine allerersten... Also der Kanal war eigentlich wirklich nur dafür eigentlich damals gedacht. Deswegen heißt er ja auch Balayacraft. Um für den Server halt zu promoten. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht gehabt, dass es mir vielleicht auch mal irgendwie Spaß machen würde, so Videos zu bringen. Tatsächlich. Und... ja, so kam halt irgendwie eins zum anderen und jetzt bin ich hier, wo ich jetzt hier bin, mit den ganz vielen lieben, netten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und finde das auch echt cool. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich weiß jetzt, ob ihr also, warte mal, ich glaube, ich höre euch wieder nicht, verdammt. Haben wir also, nebenbei, was ich nochmal erzähle, ich habe mich verlaufen. Oh, cool. Okay. Markus, hast du eigentlich damals mit Let's Plays angefangen? Als du mit YouTube begonnen hast? Nee, eben nicht. Also ich hatte damals, also das ist auch mal ganz lustig zu wissen vielleicht. Ich habe mir einen YouTube-Kanal gemacht, weil, das ist ganz ruhig, also ihr kennt ja bestimmt die Simpsons, oder? Ja. Ja. Und mich hat es aufgeregt, dass ich auf YouTube nicht so viel Simpsons anschauen kann. Also ich habe immer nach Simpsons-Folgen gesucht, nach deutschen. Und mich hat es aufgeregt, dass man kaum was gucken kann, weil es gab einfach fast nichts. Und dann habe ich mir so gedacht, wie wär's, du machst einfach einen YouTube-Kanal und du filmst dann über Flaps damals auch schon. Oh! Nein, Niki! Warum hast du einen Pikmin angegriffen? Die haben mich angegriffen! Niki! Pikmin greifen nicht von allein an. Oh Mann. Scheiße. Naja, aber für Livestream gibt's ja die Regelung, dass man nicht beenden muss, ne? Ja, genau. Aber ganz so viele Sachen, die ich dabei hatte. Ja, du darfst aber das Respekt machen bei einem Todesfall, ne? Nee, aber sie war in der Hölle. Ja, nee, stimmt, sie war in der Hölle, das geht nicht. Wo warst denn du in der Hölle? Ich glaube, da komme ich jetzt eh nicht hin. Ich war in der Netzerfestung und habe nicht mehr rausgefunden. Oh, das ist schlecht. Ja. Aber da komme ich jetzt, glaube ich, nicht so schnell hin, weil ich halt total woanders bin. Ja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, ne? Also, und dann habe ich mir gedacht, ich nehme dann mal mit Fabs einfach dann den Livestream auf, wenn Simpsons kommt und dann lade ich halt Simpsons-Folgen auf meinen Kanal hoch. Und dass sie nicht gesperrt wurden, habe ich damals die einfach spiegelverkehrt hochgeladen. Die gute alte Spiegelverkehrt-Methode. Ja, die klappt immer. Also ja. Eine Zeit lang zumindestens. Wie spiegelverkehrt? Also, nein, dass sie... Also wenn jetzt zum Beispiel der Charakter jetzt links ist, ist er dann plötzlich rechts. Aber nicht umgedreht auf dem Kopf, sondern er ist einfach rechts dann. Nicht auf der linken Seite. Einfach spiegelverkehrt. Also okay. Das stört auf keinen Fall beim Zuschauen. Ja. Das hat auch so lange geklappt, bis irgendwann dann mal ein Brief kam von Saturio Fox. Den habe ich dann bekommen und habe dann eine Bitte bekommen, also höflich gebeten, dass ich es bitte unterlassen sollte, ihr Material da hochzuladen, da das sonst auch noch gerichtliche Konsequenzen haben könnte. Und dann habe ich halt gedacht, so, ja, scheiße, und habe dann erstmal aufgehört und dann war der Kanal sehr lange einfach nur da und habe dann den Kanal nur genutzt, um Kommentare unter anderem Videos zu schreiben und so. Mhm. Und dann habe ich ein Let's Play. Let's Player kennen wir also durch Zufall gesehen. Der hat damals Pokémon Let's Played und ich fand das irgendwie cool, dieses Let's Playen, und hab dann gesehen, dass die Leute da zuschauen und hab dann gesehen, dass die da mitkommentieren, und ich fand das eigentlich recht cool und hab mir gedacht, sowas würde ich auch mal gerne machen. Und dann habe ich angefangen damals, das erste Let's Play, das gibt's aber nicht mehr auf meinem Kanal, nur noch privat gestellt, weil die Qualität sehr, sehr schwammig war, habe ich die Simpsons Hit and Run, falls euch das was sagt, gespielt, auf jeden Fall ein Simpsons Spiel. Und ja, so hat es dann alles angefangen. Aber ich war dann damals sehr unzufrieden mit der Qualität und habe dann nochmal eine Pause gehabt. Bis ich dann 2013 angefangen habe, Skyblock zu Let's Playen. Und seitdem mache ich eigentlich regelmäßig Videos, ein bis zweimal die Woche auf jeden Fall. Und das hat mit so Projekten halt fast täglich. So hat es angefangen bei mir. Okay, ist ja auch cool, dass irgendwie jeder... Und wie bist du jetzt zu YouTube gekommen? Wer, ich? Ja, ja. Ich bin ja...
ich bin ja passionierter Anime-Fan. Ja. Und hab mir halt damals auch so, weiß nicht, ob ihr die kennt, AMVs anguckt, also Anime-Musikvideos. Und dachte mir so, in meinem Übermut, in meinem Wahnsinn, ah, was die können, das kann ich auch, locker, easy. Und habe halt so ganz, ganz billig irgendwelche GIFs aneinandergereiht mit Movie Maker von Windows. Ja. Und irgendwelche Lieder drunter gepackt, die ich halt cool fand, weil damals wusste ich ja noch nicht von Copyright und GEMA und so. Dachte ich mir einfach, ja, YouTube ist ja Kreativität, ist ja Freiheit so irgendwie. Und dann wurden halt irgendwann nach und nach meine Videos gelöscht. Und ja, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Und hab auch ganz ähnlich wie ihr, beziehungsweise wie du, Markus, dann ein Let's Play gesehen. Und hab mir gedacht, ja, das sieht doch ganz cool aus. Und hab dann damals mit, weiß gar nicht, welches Aufnahmeprogramm das war, nicht Fraps, sondern auch irgendein billiges. Ich glaube, mein erstes richtiges Aufnahmeprogramm war Camtasia. Ja, das kenn ich auch. Und das benutze ich ja heute noch. Und ja, damit habe ich halt Final Fantasy, das erste, als erstes Let's Play gehabt. Und ja, so bin ich halt dazu gekommen. Und das ist bis jetzt immer noch mein liebster Final Fantasy und Retro-Teil und alles. Final Fantasy 1 ist einfach geil. Okay. Ach, cool. Ja. Hast du noch irgendwie so ein Video von damals? Auch auf privat oder so? Nö, die sind alle noch öffentlich. Ach, die kann man sehen? Man kann meine alten AMVs und meine ersten Let's Plays auch noch gucken, klar. Ja, kann man auch bei mir. Das ist so schlimm. Also das ist das Früheste, was man mir auch so ziemlich angucken kann, wo ich in Erinnerung habe, dass es öffentlich ist, halt dieses Skyblock Let's Play. Weil aber die Qualität auch sehr bescheiden ist, so Video, also besonders mit meinem alten PC, das hatte ich, also wenn ich das jetzt so sehe, was ich heute für Videos mache und damals, ist eigentlich ja, richtig peinlich. Ein so. Himmelsweiter Unterschied, ja. Ja. Damit mit so richtig schlechten Headset-Mikrofonen und alles. Ja, ist so. Gut, ich würde sagen, ich muss schon gleich meine Folge beenden, die ich schon ziemlich sehr. Ja, stimmt, da war ja. Ja, stimmt, ist ja schon 25, aber wenn man dann erstmal anfängt so zu reden, ne? Ja, wenn man erstmal im Flow ist. In 2 Wochen da kann ich auch live streamen, da bekomme ich die Leitung verlegt, die bessere. Und ja, ich kann erst, wenn ich meine eigene Bude habe und richtig Internet. Und dann jetzt rund mit Lena. Ja, irgendwann, ne? Und dann, irgendwann. Neben meiner eigenen Wohnung kriege ich Arbeit. Ist schon alles in Arbeit. Ja, Ich bin dann an der Stelle jetzt mal hier meine Folge. Ja, ich meine auch. Okay. Ja, wir sehen uns beim morgen wieder. Beim nächsten Mal wieder einfach. Bis nächstes Mal. Ciao. Und tschüss. Sweet.